Okay, wir haben gebucht, also gestern Abend haben wir gebucht. Heute wollen wir euch erzählen, wo es hingeht. Wir haben jetzt aber noch ein Handballspiel, also Anja jetzt gleich, ich in einer Stunde. Das machen wir jetzt noch, dann kommen wir wieder, dann erzählen wir, wo es hingeht. Bis später. Wir sind gleich wieder da. So, wir sind wieder zurück vom Handballspiel. Gewonnen, verloren. Jetzt gibt's aber erstmal Essen und dann geht's los. Dann. Mach mal schneller. Moment, wir machen dann nochmal. Ich mach mal. Ja, jetzt rastet sie aus. So. Hätte man einfach schneller abspielen können. Fertig gegessen. Ich habe meinen Sieg gefeiert. Ich feiere meinen Kaffee. Bevor wir jetzt anfangen und sagen, wo es hingeht, erst einmal eine Sache. Sorry. Weil wir bei Facebook und Instagram gesagt haben, wir haben gebucht, aber nicht wohin. Hier haben wir es bei Facebook gesagt, dass wir gebucht haben, aber noch nicht wohin. Und hier bei Instagram. Jetzt müssen wir uns aber leider noch einmal entschuldigen bei euch, weil das nächste Reiseziel können wir jetzt nicht einfach so nebenbei hier bei Insta-Story raushauen. Dazu wollen wir morgen noch ein Video machen, was auch hoffentlich morgen noch online geht. Aber schon mal zur Info, am 18. geht's weiter. Und es wird richtig cool. Das wird doch richtig cool. Dass wir es nicht gesagt haben direkt, hat nichts damit zu tun, dass wir euch ärgern wollten, sondern weil YouTube einfach die beste Plattform dafür ist, weil die Videos das einzige ist, was wir auf allen Kanälen einmal teilen. Und wir halt einige unter euch haben, die vielleicht uns bei Facebook folgen, bei Instagram aber nicht oder andersrum. Vor allen Dingen ist das die einzige Plattform, wo jeder zugreifen kann, ob er angemeldet ist oder nicht. So nämlich. Und da wir nicht verraten haben, was das nächste Reiseziel ist, haben natürlich viele von euch schon geraten, wo wir hinreisen könnten. Ja. So, alle. Und manche lagen gar nicht so verkehrt. Also wir hatten zwar keinen Treffer dabei, glaube ich. Ne, keiner. Aber es waren viele dabei, die Länder genannt haben, die wir in den letzten anderthalb Jahren schon mal genannt haben und gesagt haben, dass wir unglaublich gerne hinreisen würden. Also zum Beispiel Namibia, weil wir ja gesagt hatten, dass wir da super gerne mit dem Camper einmal durchreisen möchten. Das hätte an sich gepasst, aber nein. Andalusien mit dem Camper, weil wir ja jetzt vor kurzem auf diesem Andalusienfest waren und wir auch gesagt haben, dass wir da tierisch Bock drauf hätten, da mit dem Camper durchzufahren. Nein. Ja, dann gab es so solche Sachen wie Island, Schottland, Norwegen, alles Ziele, wo wir tatsächlich mal gesagt haben, dass wir da in naher Zukunft gerne mal hinreisen möchten. Aber nein. Wir können jetzt direkt mal vielleicht die Frage beantworten, woran wir das festmachen, was unser nächstes Reiseziel ist. Das ist einfach, wie wir uns in dem Moment fühlen. Das ist halt der Grund, warum wir nicht so gerne und so weit vor allem im Voraus buchen. Klar, es gibt oft irgendwie so Schnapper oder irgendwelche Errorfares, die irgendwie so in ein paar Monaten sind oder die wir super, super gerne eigentlich nehmen würden. Aber wir wissen dann einfach nicht, ja, werden wir in 5 oder 6 Monaten wirklich Bock darauf haben oder zieht es uns in dem Moment wirklich woanders hin? Also ich fasse das jetzt nochmal kurz zusammen. Wir überlegen, worauf wir Lust haben. Oder? Ja, also haben wir die letzten Tage überlegt, wo zieht es uns als nächstes hin? Also auf jeden Fall zieht es uns an die Küste. Wir haben tierisch Bock, mit einem Camper zu reisen. Uns zieht es zum Wandern in die Natur. Und es zieht uns in eine komplett neue Ecke unserer Erde. Tasmanien! Da, dieser kleine Fleck da! Also ganz ehrlich, vor ein paar Jahren, glaube ich, hätte ich nicht mal gewusst, wo das liegt. Also für ich hätte das irgendwo in Italien vermutet. So Toskana, Tasmanien klingt ja fast gleich. Aber nein! Ja, wo Australien liegt, wissen sicher die meisten. Und Tasmanien liegt genau da drunter. Richtig, richtig geil, dass wir damit im Campervan dann durchfahren werden. Also das heißt, dass die Natur so, so cool sein soll. Ich würde jetzt so gerne hier schon Bilder zeigen, aber wir haben natürlich noch keine Bilder. Nee. Aber die kommen ja dann jetzt in 3 Wochen. Genau. In 3 Wochen circa geht es los. Am 18.10. geht unser Flieger. Bis zum 4.12. werden wir da sein. Ach, so abgefahren. Unsere Reiseplanung ist bisher... Wir haben den Flieger gebucht. Was wir jetzt auf jeden Fall noch versuchen werden, ist, es gibt ja verschiedene Camperverleihe dort. Und da werden wir versuchen, irgendwie Kooperationspartner zu finden, die uns irgendwie mit dem Preis entgegenkommen können, wenn wir dafür Videoaufnahmen machen mit dem Camper oder Fotoaufnahmen und so weiter. Da versuchen wir mal, ja, irgendwas an die Angel zu ziehen. Spaß. Geh mal reisen, geht nach Tasmanien. Ja, das war unser Update-Video, ne? Ein Kracher-Update, oder? Also, Fakt ist, wir haben gebucht! Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zum letzten Video. Und hier kommt das erste Video aus Tasmanien.
Ne, Quatsch, wir machen doch noch Videos. Natürlich machen wir Videos, aber hier kommt das erste Video aus Spanien. Tschüss! Das nehmen wir nicht rein.